Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Deppe, welche Wette haben Sie eigentlich verloren, dass Sie diese Rede hier heute halten mussten? Aber ich will noch hinzufügen, ich finde es schon peinlich, dass die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion es nicht für nötig halten, in dieser sehr entscheidenden Frage eine Aktuelle Stunde zu nutzen, um sich der Debatte zu stellen, sondern hoffen, dass diese Debatte an Ihnen vorbeigeht, weil Sie den Murks nicht ertragen können, den Sie selbst angerichtet haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte, Herr Kollege Löttgen, auch einiges mal klarstellen, was Herr Deppe vorhin schlicht falsch hier aufgeführt hat. Das Landtagswahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen enthält auf Seite 108 für das Jahr 2010 folgenden Satz: Wir wollen ein Sozialticket flächendeckend in allen Verkehrsverbünden des Landes umsetzen. Es waren wir, Bündnis 90 Die Grünen, die diese Idee angekündigt haben, eingebracht haben und auch hier umgesetzt haben. Es ist eine infame Unterstellung, dass es seine infame Unterstellung. Es ist eine infame Unterstellung, Herr Kollege Deppe, dass wir die Linken gebraucht hätten, um das hier im Landtag umzusetzen. Ich erwarte eine Entschuldigung für diese Unterstellung, Herr Kollege Deppe. Und Herr Minister Laumann, ich spreche Sie jetzt mal als Sozialminister konkret an. Wir reden hier über 300.000 Menschen, wo wir einen Hartz-IV-Satz von 27 Euro haben, das ist ja eben schon angesprochen worden, und das Sozialticket roundabout, zumindest bei VR, bei 37 Euro liegt, und das Ticket A, was deutlich schlechter ist als das Sozialticket, bei über 50 Euro. Davon einer Petitesse zu reden oder das nicht ernst zu nehmen, finde ich schon nicht in Ordnung. Aber wir sind ja kurz vor Weihnachten, und da will ich Ihnen mal deutlich machen, Herr Sozialminister und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, worüber wir reden. Wir reden über Mobilität von Menschen, die zum Arzt müssen, die kleine Kinder haben, die ihre Arbeit aufsuchen müssen, die nicht alle zu Hause voll rumliegen, sondern die wieder in das Leben integriert werden sollen. Dafür machen wir das Sozialticket und nicht, weil wir irgendwelche sozialromantischen Anwandlungen hier haben. Und dann sage ich Ihnen mal, das war ja sehr aufschlussreich, unser Fraktionsvorsitzender Arndt Glocke hat sehr früh über den Bericht aus dem Verkehrsausschuss twittern können und die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Sie die Abschaffung des Sozialtickets geplant hatten. Und er hat auch ausgeführt, wofür es aufgewendet werden soll, nämlich für den Betonbau, für den Straßenausbau. Die Reaktion von Marcel Hafke ist letztlich entlarvend und deutlich. Er sagte auf den Tweet hin, das wird in Beton investiert, schrieb er, da, wo es hingehört. Sie wollen, dass Hartz-IV-Empfänger den Betonbau von Straßen Nordrhein-Westfalen finanzieren. Das ist infam und hat mit Innovation überhaupt nichts zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eben auch schon angesprochen worden, wir haben hier die Chaostage in Düsseldorf. 17 Millionen Euro sollten bei der sozialen Beratung für Flüchtlinge gekürzt werden. Das ist auf unseren Druck hin, auf Druck der Opposition hin, offensichtlich jetzt auch nicht mehr der Fall. Das Sozialticket sollte eingespart werden. Das soll jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Aber ich will Ihnen mal Folgendes sagen. Der Rechtsstand im Moment ist, dass 35 Millionen Euro im Haushalt drinstehen. Und wir hatten in den Ausschüssen schon die Situation, dass sich die Abgeordneten hin und her gewunden haben. Und das ist auch eine klare Absage an diese Landesregierung. Diese Landesregierung hat 35 Millionen Euro vorgeschlagen. Dieser Minister hat 0 Euro für die nächsten Jahre angekündigt. Das ist die Aussage, die von der Landesregierung hier im Raum steht. Und alles andere müssen wir erst mal sehen, was da kommt. Und da ist bis jetzt nichts gekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zwei Punkte möchte ich schon der Debatte noch mal mit auf den Weg geben, weil das ja eben in wortreichen Verklauselungen hier angekündigt worden ist. Was nicht in Frage kommt, ist erstens, dass die Kommunen die Zeche dafür zahlen, dass sie nicht bereit sind, ein Sozialticket zu finanzieren. Und zweitens, dass Sie eine Ausrede suchen dafür, dass Sie Ihre unsozialen Versprechungen umsetzen wollen. Auch das werden wir sehr genau angucken und nicht tolerieren im weiteren Beratungsverfahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme zum Schluss. Ich kann Ihnen nur raten, eigentlich müsste man ja sagen, es ist ja gut, dass die Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP gelernt haben. Das konstatiere ich ausdrücklich.
Aber eins kann ich Ihnen empfehlen: Nachdenken kann man auch, bevor man Unsinn macht, liebe Kollegen.